Söhrchen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer heißen, brandneuen und schönen Folge Victoria 3 mit Japan, den Japanern. Wir haben ja in der Zwischenzeit eigentlich soweit alles kolonisiert, das ist wahrscheinlich erstmal Standardgedönse und wir dürfen uns jetzt Gedanken über weitere Schritte machen. Und das Schöne ist, ich mache mir auch grundsätzlich nie Gedanken über was wir so treiben. Ich mache das ja mal alles spontan, das hat ja auch seinen Sinn. Denn wenn ich mir jetzt immer stundenlang schon vorher Gedanken mache und mir dann Videos anschaue, wie Sachen funktionieren, dann ist es A, total langweilig, weil man einen gewissen Plan verfolgt und B, auch nicht so interessant anzugucken, glaube ich. Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt wissen, wie ich jetzt mit Japan super effizient spiele, dann guckt man sich halt irgendein Tutorial an oder irgendeinen krassen Duderich, ist das so? Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck hier. Das ist Sinn und Zweck ist ja, dass wir ja, einfach gucken, wie es läuft. Einfach gucken, wie es sich entwickelt. Wisst ihr so? Und das ist viel interessanter. Da auch einfach mal nicht zu wissen, was nun Sache ist. Kann ich denn? Gehört mir das schon? Inseln sind für mich aktuell nicht passierbar. Wir haben keine Landverbindung, also wir haben keine Verbindung dazu. Das ist eine Pro. Das gehört doch dazu. Excuse me? Ishikari Kohlefelder, Staatseigenschaft. 10% Kohleminendurchsatz. Sehr nice. Wir müssen jetzt erstmal trotzdem weiterhin gucken, dass wir irgendwie uns, ich weiß nicht, warum ich mit den Amis unbedingt gerade die Beziehung verbessere. Machen wir das auch mal mit Russland nebenbei und mit den British. Die rivalisieren wir. Und die rivalisieren wir. So. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was es so interessante Erlasse geben würde. Da. Ah ja, die Musik ist schon immer sehr angenehm. So, Infrastruktur, das empfiehlt sich hier auf alle Fälle schon mal. Joseon hat sich bedankt und uns ebenfalls die Rivalität erklärt. Eisen gehen sie mir jetzt auf den Sack langsam. Okay, 60. Aber 60 ist kompletter Bull. Wir haben noch eine viel mehr. Eisenminen. Wir haben aktueller Stand 3 Eisenminen. Eine Eisenmine hat eine Produktion von 2. Echt? Echt nur so wenig? Ich verstehe. Ja. Das heißt, ich habe keine andere Möglichkeit, als 3 weitere zu bauen. Denkmal an Shogun Jenar Tokugawa. Eine Statue wurde in Auftrag gegeben und man hat vorgeschlagen, dass sie stolz in Kyushu ausgestellt wird. Arrogant beschreibt den Gesichtsausdruck der Statue am besten, wenn sie auf einen herablächelt. Augen, deren Blicke von der Sonne weghuschen. Doch vielleicht bildet man sich das auch nur ein. Hm. 2% der Pops von Kyushu wird radikaler. Ja, ist okay. Grundsätzlich haben wir weiterhin sehr entspanntes Wachstum. Und Börsenplätze. Und hä, hey, ich habe doch Romantik auch mit reingetan, oder nicht? Hä? Doch, Romantik. Achso, läuft gerade. Lol. Scheiße, okay. Infrastruktur hat es irgendwie. Markt hat alles nichts geholfen. Ist immer noch alles im Arsch. Eisen fehlt aktuell nur. Na gut, da können wir die Produktion auch nicht hochschrauben. Vielleicht mehr Forschung, weil Forschung ist ja ebenfalls im Arsch, wie wir sehen.
Ist aber auch mal schön, weil Japan ist ein relativ kleiner Schuppen, sage ich jetzt einfach mal. Es ist nicht so, dass wir irgendwie Weltmacht wären. Papierfabriken haben wir aber einige. Die machen auch kaum Umsatz. Unis haben wir aktueller Stand. Keine einzige? Kosten uns auch fast nichts, deswegen bauen wir jetzt einfach mal ein paar. So, Kolonisierung abgeschlossen. Jetzt können wir nichts mehr machen. Nee, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das einfach unpassierbares Terrain ist. Jedenfalls würde ich auch gerne langfristig noch meine Interessen in anderen Gebieten mit kundtun. Ige Shogunat beantragt den Beschluss des Gesetzes Nationalmilizen. Was ist ein Ding der Regierung selber? Und da muss ich, und der Shogun, wenn der Shogun das möchte, dann müsste man das eigentlich fast schon machen. Nationalmilizen wäre dann höchstwahrscheinlich bei. Ich bin geistig behindert. Hier, ja, okay, das ist ja okay. Bauernaufgebote. Ist halt sehr nice, aber Nationalmilizen ist noch sehr viel nicer. 63% Unterstützung, 51% Erfolgswahrscheinlichkeit. Also, ich sage jetzt nichts dazu, weil sonst schneide ich mir das eigene Fleisch, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine nette Sache. Berufspolizei hätten sie auch noch gerne. Inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Takachika Mori. Das Oberhaupt des Shogunats hat eine Brandrede für die Einführung der Nationalmilizen gehalten. 15% Erfolgschance. Also wir sind zwar nicht in die nächste Stufe reingerutscht, aber auf alle Fälle haben unsere Erfolgschancen schon mal deutlich verbessert. Also noch Platz 12 im Prestige hoch. Also ich denke, wir werden es nicht schaffen, auf Platz 1 zu kommen. Dauerhaft 20 Prestige, aber ganz ehrlich. Ach komm. 76% Erfolgschance. Ich finde es relativ faszinierend, ne? Trotz allem. Ja, die Ortspreise sind halt. Hier ist es billig. Hier oben ist es überall zu teuer. 350 Kaufaufträge durch die Bausektoren. Was braucht man denn, um hier rein theoretisch auf die andere Produktion umzustellen? Was ist denn das? Die atmosphärische Dampfmaschine. Die haben wir da hinten. Ja, das wird erstmal eine Weile dauern. Vor allem, da wir irgendwie handelsroutentechnisch. Ich habe es mir auch nicht einfach gemacht, ne, muss man auch dazu sagen. Jetzt schalten sie hier durch, sind schon in der Annahme. Ja, also das mit dem Eisen. Jetzt bauen wir erstmal die Unis. Nationalmilizen wurde durchgeprügelt. Boah, lecker, Alter. Oh, geil. Das ist nicht meine Beliebtheit, ey. 2,24 Millionen Loyalisten, ey. Wenn die alle bereit wären, für unser Land zu sterben? Ja, wie 32 Millionen Bevölkerung. Also, finde ich grundsätzlich positiv. So, was wir jetzt hier machen werden, ist kein Kolonialamt. Wer ist denn da dagegen? Also dafür ist der Shogun natürlich. Auf der anderen Seite, das hat jetzt aktuell auch keine wirklichen Bedürfnisse, ne? Da können wir alles nichts ändern. Örtliche Polizei würde man zur Berufspolizei ändern, würde ich jetzt aber nicht sagen. Erstmal hätten ein gewisses Interesse an Wohlfahrtskrankenhäusern. Das würde die buddhistischen Mönche stärken, Lebensstandard für die Unterschicht erhöhen, Verschmutzungseffektverringerung und minus 3% Sterblichkeit. Die Industriellen sind dagegen. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Aber aktuell, glaube ich, haben wir auch ein bisschen finanzielle Probleme damit.
Machen wir auf einmal aber gute Gewinne. Warum das? Irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas getan? Von dem ich nichts weiß? Schau mal. Wir hatten 36, jetzt haben wir 45. Und die Romantik wird uns auf alle Fälle dann schon mal helfen, dass wir dann nochmal mehr Migration bekommen. Genau, ihr macht einfach mal weiter. Da werden wir jetzt trotzdem nochmal nebenbei noch einen Bausektor mit reinschmeißen. Die sind zwar relativ teuer, aber es lässt sich halt auch einfach nicht vermeiden. Jetzt warten wir noch ab, bis die eine Uni fertig ist. Was machst du jetzt mit der ganzen Autorität? Okay, Eisen wird auf alle Fälle schon etwas entspannter. Werkzeug ist grundsätzlich chillig. Also Werkzeug ist chillig, nur Eisen halt, ne? Deswegen machen wir dann nochmal trotzdem weiter. Mit 1, 2, 3. Dreimal Eisen. Hokkaido ist halt komplett Krise. Also sowohl Arbeitskräfte als auch Infrastruktur geht überhaupt nichts. Ich denke mal, da wird es auch wirklich Sinn machen, dass wir schnellstmöglich gucken, dass wir Züge mit reinbekommen. Jetzt muss ich nur gestehen, ich weiß gerade nicht, wo Züge sind. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, bei Gesellschaft wegen Zugfahren oder so, aber scheinbar Militär? Doch, Produktion? Ah, hier Eisenbahn. Kommt nach der atmosphärischen Dampfmaschine. Habe ich die schon drin? Ah, die habe ich schon drin. Dann machen wir danach die Eisenbahn. Oh. Okay, das brauchen wir alles dafür? Das hier brauchen wir dafür. Das auch? Oder so? Alter Vater, okay, das wird eine Weile dauern. Takachika Mori hat Hidetatsu Egawa aus einem Duell bis zum Tod herausgefordert. Das ist... habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade ein Problem mit. Die sollen sich nicht abballern gegenseitig. Vor allem dieser Haka Kika Chakitaki, der ist ja eh auch bei uns relativ hart am Bienen mit. Und jetzt sind wir bei 49,4. Forschungstempo. Haben wir jetzt auch schon 36 Bau. Bauen hier quasi schon mal zwei gleichzeitig. Während die noch weiter die Werkzeugfabriken mit fördern. Haben wir jetzt minus 2,5, minus 1,9, ja. Weil die kurz aufgehört haben zu bauen. Alles nur halb so problematisch. 50? Könnte besser sein. Entschuldigung? Wofür baue ich denn die Unis, wenn sie mir nicht das... 51. Reisfelder. Naja gut, wir sind in Japan. Das ist okay. Kann ich mitleben. Ah, warte mal. 65 in Rekrutierung. Das heißt, wir kommen dann auf 92? Nee, 102. Also sie kommt fast wieder auf den Originalzustand. Aber warum müssen die neu rekrutiert werden? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Wahrscheinlich, ne? Loyalisten steigen immer noch. Ich finde es total faszinierend. Vor allem, die sind ja eh schon loyal. 20% Beitragseffizienz. Minus 100% Radikale durch sinkenden Lebensstandard. Die Haimin auch. Krass. Plus 10 Infrastruktur. Plus 10%. Ah, 17 von 8. Tatsächlich. Bevölkerung 66, 6. Grüneres Gras kann man immer noch nicht machen. Wie lange brauchen die denn dafür noch? 53, 7, 53, 9. Ja, und jeder Punkt eine 54 von 36 auf 54 plus 18. Das ist schon mal ein Viertel dazu. Oder ein Drittel. Drittel, ein Viertel. Auf alle Fälle jede Menge mehr. Das nehmen wir doch gerne schon mal mit. Ha, jetzt habe ich immer noch keine Flotte. Ich denke mal, Russland dürfte trotz allem auch zu besiegen sein. Da können wir jetzt aber nicht die Beziehung verbessern. Das ist wahrscheinlich einfach zu weit weg, ne? Ja. Und Interessen haben auch keine. Preußen scheint mir ein bisschen Probleme mit Österreich zu haben. Gibt es hier einen Kampf sogar? Ja, da geht es um die deutsche Führung. Da schauen wir doch mal, ob die Preußen das schaffen. Das Ding ist halt, wenn die Preußen das nicht schaffen, ist immer das Problem,
dass die eigentlich mehr oder weniger aufhören zu existieren, sage ich mal, ne? Aber gut, so ist es halt. Warum habe ich denn jetzt hier eigentlich trotzdem relativ hohe Infrastruktur? Durch Urbanisierung oder Stadtplanung? Okay, ich verstehe. Die Urbanisierung existiert hier quasi nicht. Urbanisierung erhält man ja, glaube ich, genau, durch den Bau von Fabriken. Was haben wir jetzt hier eigentlich in der Provinz? Wir haben ein bisschen Holz. Wir haben Blei, Kohle, Schwefel. Okay. Aber wir haben auch nicht wirklich genug Arbeitskräfte aktuell. Jetzt haben wir einen Migrationszuwachs von... ...41,2. Was sagen denn die Gesetze? Nationale Überlegenheit. Ist nicht so ideal, aber ich sag mal, es ist halt irgendwo so japanische Sache. Geschlossene Grenzen ist auch immer Katastrophe. Also wir sind darauf angewiesen, mit dem zu leben, was wir haben. Wir haben zwar trotzdem einen gewissen Zuwachs. Ne, haben wir nicht. Weil wir quasi geschlossene Grenzen haben. Okay, das ist ein Nachteil, den wir haben werden in diesem Run. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir einfach gucken, wie es läuft. Sage ich jetzt einfach mal. Als Shogun. Ob wir das schaffen, als Shogunat auch unsere japanischen Werte zu halten. Und vielleicht kriegen wir einfach ein gewisses Bevölkerungswachstum so rein. Da müssen wir einfach mal gucken. Das habe ich... Da kann ich rein theoretisch umstellen. Das würde die Produktion komplett explodieren lassen. Ich baue nichts, sehe ich das gerade richtig? Ja. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann bauen wir nochmal Eisen. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann bauen wir Eisen. 1, 2, 3. Sachalin. Das ist das hier oben. Da hatten wir erstmal 20 Jahre drauf, dass der Staat inkorporiert ist. Warum denn so lange? Da das Heimatland von Sachalin nichts mit anderen Kulturen im japanischen Shogunat gemeinsam hat. Großbritannien hat unsere Diplomaten ausgewiesen. Entschuldigung. Oh, was ist da denn los? Amerikanischer Aristokratenaufstand, echt? So früh? Dass sie schon so früh Krawall machen, überrascht mich jetzt tatsächlich. Meistens sind die Amis eigentlich in der Lage, eine gewisse Weile alles im Griff zu behalten. So, wir rekrutieren immer noch? Wie lange dauert denn sowas? Plus 65 in Rekrutierung. Aber was heißt in Rekrutierung? Das verstehe ich nicht aktuell. Fehlt es an Bevölkerung oder fehlt es an Ausrüstung? Ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwas fehlen würde oder so. Das ist das Bessemer-Verfahren. Stahlwerke, Stahlbeton und das Siemens-Martin-Verfahren. Und dann haben wir die atmosphärische Dampfmaschine, die dann unsere gesamte Existenz im Eisenbereich verbessern wird. Wir haben auch ein gewisses Plus. Dann bauen wir nochmal Uni hier, hier und hier hin. Und hier auch nochmal. Dann haben wir quasi mal in allen Provinzen schon mal eine Universität mitgebaut. Nur in Hokkaido geht das noch nicht. Ja, die Briten möchten den japanischen Markt öffnen. Lass mich den japanischen Markt öffnen. Die sind relativ aggro, aber halt auch nicht so schwach. Das ist halt blöd jetzt, ne?
Das können wir in 5 Jahren ändern, ne? Hoffe mal, das wird nicht zu viel Probleme in unserem Reich machen. Ja, es ist schön, ne? Die Öffnung Japans. Das japanische Shogunat wurde gezwungen, sich für die Welt zu öffnen. Muss sich nur mit der Einmischung anderer Mächte herumschlagen. Die Autorität unseres Clans und des Shoguns werden massiv untergraben. Das ist schlecht. Aber wir werden auch diese Krise überstehen, meine Freunde. Dessen bin ich mir sicher. Weil wir stärken ja die Jungs sowieso noch nebenbei. Wir stärken auch die Jungs mit weiterhin. Das ist nicht euer Problem. Ah, okay, weil wir auf Freihandel gegangen sind. Es war ja nicht freiwillig, also die tun so, als ob ich das freiwillig gemacht hätte. Aber wir können immerhin rein theoretisch jetzt Eisen importieren. Weil es hat ja nicht alles Nachteile. Minus 10.000? Ja, vor allem durch Bauwaren. Und Bekleidung wäre das nächste, was wichtig wäre. Da könnten wir auf Färbereien switchen. Alles, was wir dafür brauchen, wären Färbemittel. Die habe ich grundsätzlich. Die Auswirkungen sind entspannt, weil Färbemittel haben wir Überschuss. Damit haben wir automatisch jetzt das Problem gelöst und können jetzt uns gleich nochmal ein bisschen den Holzfällerhütten widmen. 2 Stück und 2x Eisen. Wobei da, wie gesagt, da werden wir jetzt natürlich nachher die Produktionsmethoden noch ändern. Minus 10.000. Minus 10.000. Es ist wirklich nur wegen den Bauausgaben? Ah, okay. Hä? Eisen ist wieder teurer geworden. Excuse me. 42%, aber auch hier, auch Fleisch ist relativ teuer, ne? Das ist halt problematisch, weil Fleisch ist natürlich das, was die Leute essen, ne? Da können wir zum Beispiel mal sagen, wir verdoppeln die Produktion, indem man mehr Werkzeug bereitstellt und damit auch natürlich mehr Fleisch. Und Werkzeug ist noch relativ entspannt. Eisen und Werkzeug leicht überdurchschnittlich noch. Das Eisen zu verdoppeln. Da brauchen wir. Ja, das machen wir dann, wenn wir das neue Produktionsverfahren für die Eisenmine haben. Wenn wir das bisschen mehr Verfahren durchgeprügelt haben. Jetzt hatten wir erst noch 17 Monate auf den intensiven Ackerbau. Freuen uns darauf, dass wir bald schon wieder zurückswitchen können beim Handel. Die Vormundschaft sollte. Nein, das werden wir nicht ändern. Also, meine lieben Freunde, jetzt lassen wir mal kurz bitte die Angel im Teich. Oh, das hat uns so viele. Das hat uns so viele Leute gekostet. Ich würde ja nicht mal Isolationismus machen. Ich würde ja wirklich zumindest mal Protektionismus machen. Ich finde, Protektionismus ist eine Sache, mit der kann ich wirklich relativ gut leben, glaube ich. Wobei, Merkantilismus würde noch mehr Geld bringen. Das ist eigentlich das Schlechteste. Isolationismus ist halt 50% Autorität, ist halt krass stark. Ne? Aber wir wollen ja auch trotzdem ein bisschen Fortschritt. Also wir möchten auf der einen Seite schon den Shogun behalten, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bisschen fortschrittlich sein. Da möchte ich ja so ein bisschen so einen Mittelweg gehen. Bei den Bauern ist Eisen das teuerste mit Abstand. Aber das wird sich dann ganz schnell nachher ändern. So, 42% Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, die ziehen das ein bisschen nach unten jetzt. Dadurch, dass der Shogunat jetzt ein bisschen den Einfluss verliert. 52 auf 42%, aber es steigt wieder ein bisschen. Genauso wie die buddhistischen Mönche. Also das ist eine relativ starke Regierung. Vor allem, die stehen auch so ein bisschen Hand in Hand. Das Problem, dass sie halt sehr angepisst sind. Dass das halt leider ein bisschen in die Hose ging. Mechanische Werkzeuge freigeschaltet.
Eisenbahnen, genau, das ist auch dann eine der nächsten Sachen. Warum sind die jetzt neutral? Die Gesamtzustimmung von 5. Aber das steht 0. Hä? Sehr fragwürdig. Okay, Werkzeug bleibt immer noch ein bisschen problematisch. Stahlwerkzeuge. Ich hab noch nicht mal irgendwas mit Stahl, Digga. Alter, scheiße. Das ist schon wieder, geil, Mann. Okay, noch mehr Werkzeug für noch mehr Nahrungsmittel. Aber es ist an sich rein theoretisch noch das Effizienteste. Aber ich umgehe das jetzt erstmal ganz kurz. Oder auch nicht. Wir bauen nochmal 3 Viehhöfe. Dass wir einfach ein bisschen mehr Fleischproduktion haben. Wie weit sind wir denn damit? 3 Jahre. Intensiver Ackerbau ist durch. Nitroglycerin gibt es dann später noch. Und gibt eben auch Düngerfabriken, die wir dann nutzen können, um Dünger für unsere ganzen Produktionsfelder zu bauen. Und natürlich Sprengstoffwerke. Während wir in der Zwischenzeit 60 Technik haben. Die ist natürlich gestiegen, ist dadurch, dass wir nicht mehr isolationistisch sind. So, nee, nicht das Bessemer-Verfahren. Warte mal, was? Nein, das hier wollte ich als nächstes machen. Ah, verdammt. Kann ich das wechseln? Wöchentliche Innovation 66. Warum steht da eigentlich irgendwas anderes? Das schaltet sich übrigens passiv frei, wie wir sehen können. % Einfluss, mehr Wohlstand durch Bildungszuwachs und eine maximale Investition im Bereich Bildung. Unser Lebensstandard sinkt übrigens immer weiter. Ist das auch nicht Sinn und Zweck der Sache? Naja, wir müssen uns auf alle Fälle noch um viele Sachen kümmern, Freunde. Japan ist eine interessante Nuss. Muss man schon wirklich gestehen. Österreich, Ungarn, jetzt seit neuestem im Kackbraun. Deutschen Verein. Ich habe nicht aufgepasst. Sehe ich das irgendwo? Also sehe ich irgendwo, was passiert ist in letzter Zeit? Sehen erstmal alle relativ entspannt aus. Da ist auf alle Fälle nichts mit Deutschland. Rivalität, Embargo, Waffenstillstand. Ja, jetzt ist die Frage, woher weiß ich, wer gewonnen hat? Gar nicht. Wahrscheinlich hätte ich aufpassen müssen, ne? Und wer hat nicht aufgepasst? Genau. Die Krabbe. Gehöftbauern beschließen. Gehöftbauern ist eigentlich kein Interesse. Da gibt es aber gar keine Agitatoren für. Einfach so, oder was? Mir auf den Sack gehen. Immerhin weiß ich ja in der Zwischenzeit, dass es relativ schlau ist, Agitatoren rechtzeitig aus dem Land zu verbannen. So, Marktöffnung erzwungen bis 1850. Päh. Naja, ich bin raus, Leute. Es wird sehr spannend. Also, wir haben jetzt schon die ersten 12 Jahre vorbei. Die Qing, sehr viele Soldaten, die wahrscheinlich nicht allzu stark sind, aber ich bin ja selber irgendwo auf dem sterbenden Ast. Da müssen wir selber uns erstmal in den Griff bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.